Hallo. Hallo. Guten Tag, mein Name ist Gesellschaft für Konsumforschung. Ich hätte mit Ralf Dikas gesprochen. Ja, einen Moment bitte. Muss ich kurz Dankeschön. holen. Warte mal bitte. Ja, das ist lieb, danke. Hier ist Sikard. Mit wem habe ich das Vergnügen? Majestät, Gesellschaft für Konsumforschung. Ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Es geht darum, ich rufe von der GfK, weil wir Teilnehmer suchen für eine Marktforschungsstudie. Es geht um Haushaltseinkäufe. Die Teilnehmer, die wir da fragen, die sollen mit Hilfe einer Smartphone-App ihre Haushaltseinkäufe für uns erfassen. Da wollte ich einfach nur wissen, ob Sie da Interesse haben, und dann würde ich Ihnen das kurz erklären. Wenn Sie sagen, nein, ist auch in Ordnung, dann nehme ich Sie raus. Was hätte das denn für Vorteile für mich? Sie bekommen dafür Punkte und die können Sie sammeln und gegen Sachprämien eintauschen. Das ist eine sehr aussagekräftige Aussage. Was kann ich denn dafür bekommen? Ja, also es gibt da so einen kleinen Prämienkatalog, da sind alle möglichen Sachprämien dabei. Da gibt es Haushaltsartikel, technische Geräte, Uhren. Kommt halt darauf an, wie lange man mitmacht und wie viele Punkte man sammelt. Und wie viele Punkte bekomme ich, wenn ich einen Einkauf zu Papier bringe? Sie bekommen die Punkte monatlich und dann können Sie die sammeln und gegen Sachprämien eintauschen. Das richtet sich nicht nach der Anzahl der Einkäufe. Sondern das geht monatlich. Genau. Und wie viele Punkte bekomme ich pro Monat, dass ich mir Also um. ausrechnen kann, ob sich das lohnt, diesen Aufwand zu betreiben? Sie bekommen 60 Punkte pro Monat. Und das ist dann unabhängig davon, ob oder wie viel ich eingekauft habe. Ja. Ist irgendetwas besonders lustig, dass Sie die ganze Zeit lachen? Nein, wieso? Das kommt mir so vor, als ob Sie mich gar nicht ernst nehmen. Junge Nein, das Frau, stimmt nicht. sehr gut. Also 60 Punkte pro Monat. Und was kann ich für 60 Punkte bekommen? Also für 60 Punkte könnten Sie noch gar nichts bekommen. Das würde mehrere Monate dauern, bis Sie die einlösen können. Was kostet denn zum Beispiel etwas Verwertbares, also Toilettenpapier oder ein Fernseher? Wir haben kein Toilettenpapier dabei. Es gibt einen Fernseher, da müssten Sie aber mehrere Jahre mitmachen. Genau darauf wollte ich ja hinaus, einen Wert ermessen zu können. Ja, der Wert ist, man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht viel. Es würde ein halbes Jahr dauern, bis die ersten Prämien also auszahlbar wären quasi oder aushändelbar wären. Und das wären dann halt erstmal kleine Sachen. So ab einem Was? Jahr würde es anfangen, so ein bisschen mehr zu Und werden. was wäre das denn am Anfang? Was kann man da ersteigern? Sind meistens kleine Haushaltsartikel, muss man sagen. Also so auf Niveau zum Beispiel, also es gab letztens als Prämie bei uns zum Beispiel mal Waffeleisen. Ein Damit Waffeleisen. Ein zum einfaches Beispiel oder ein doppeltes Waffeleisen. ein ganz normales Waffeleisen. Mit einer Bearbeitungsform. Genau. Weil es gibt ja auch diese Doppelten und die haben es mir sehr angetan. Und das kann man dann erst nach einem Jahr bekommen. Nein, sowas ist nicht, also sowas ist jetzt nicht dabei. Das wechselt dann halt öfter mal. Das heißt, man kann gar nicht gezielt auf einen speziellen Artikel hinsparen, Doch, wir haben sondern einen das sortiert. Prämienkatalog. Den könnten Sie sich dann, wenn Sie teilnehmen, auch anschauen online. Oder das können Sie sogar so. Also Sie können uns, wenn Sie möchten, gerne googeln, www.gfk.de. Wir haben Das. eine eigene Seite und man kann sich auch die Prämien dort angucken. Und dann gucken Sie sich das an, ob Ihnen da was zusagen würde. Also ob das so in Ihrem Ja. Interesse wäre. Und dann kann ich gerne nochmal anrufen, Da wenn Sie können möchten. Sie mich da ja durchführen. Wo auf Ihrer Seite kann ich das denn finden? Also Sie müssen das dann googeln. Ich Einfach. bin schon Gehen auf Sie einfach Ihrer auf Seite. Google und geben Sie ein GFK Prämienwelt und dann wird das angezeigt. Das ist ja so viel zu schreiben. Premium Welt. Dann wollen wir mal schauen, ob das meiner Zeit wird. GFK Premium Welt. Prämienwelt, genau. Dann wollen wir doch mal schauen, was Sie da anbieten können. Da steht, Sie haben es sich verdient. Das günstigste sind 257 Punkte. Da wollen wir doch einmal Interesse halber schauen, was das teuerste ist. Eine Spiegelreflexkamera für 12.640 Punkte. Und jetzt wollen wir den gegenteiligen Vergleich machen. Ein Küchentimer für 331 Punkte. Oder ein Pfannenwenderset oder ein Pizzaschneider. Da haben Sie mit Ihrer Aussage durchaus recht gehabt, dass es sich um Haushaltsartikel handelt. Ja, ist häufig so. Würden Sie das denn machen? Ist denn da Interesse da? Das Interesse, gratis Gegenstände zu bekommen, ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich werde mich dann nur noch etwas hereinlesen.
Das verrückte Labyrinth, 30 Jahre Jubiläum. Ja, Sie können das ja gerne machen, dass Sie sich dann das nochmal so Ruhe ein bisschen angucken und ich melde mich nochmal bei Ihnen. Sie können das ja mit mir hier einmal. Was ist denn zum Beispiel eine Xtorm Powerbank Go? Was ist das? Eine Powerbank? Ja, damit lädt man elektrische Geräte auf, wie ein Handy zum Beispiel. Mit sowas beschäftige ich mich nicht. Das ist das schon mal uninteressant. Was ist das denn? Ein Aktivfrosch in der Wiese, das muss ich mir genauer anschauen. Das wissen Sie was, da bin ich auch überfragt, was hier, ein Aktivfrosch sein soll. Dann werden Sie jetzt etwas erfahren. Hier tummeln sich kuschelige Tiere mit spannenden Geräuschen und Funktionen und bieten tolle Spielideen für die Kleinsten. Aktivfrosch mit Armreif, mit Kügelchen, kleiner Spielfigur mit Spiegel, Beißringen. Material 100% Polyester. 857 Punkte und der Frosch sieht aus, als würde er Pfeife rauchen. Ich finde das durchaus interessant, weil solche Sachen habe ich noch nicht einmal im Spielwarenhandel gesehen. Das sehen Sie. Wissen Sie was, Sie gucken sich das mal in aller Ruhe an, überlegen sich, ob das für Sie in Frage kommen würde und dann rufe ich Sie nochmal an. Was würde die Mitgliedschaft bei Ihnen denn kosten? Wir haben keine Mitgliedschaftskosten. Wir sind ja kein Verein. Sondern ich würde dann auf mein mobiles Handfunk-Fernsprechgerät dieses Programm installieren, mit dem ich dann... Welche Produkte interessieren Sie überhaupt? Ist das eher der Drogerie- oder eher der Lebensmittelbereich? Komplett Lebensmittel, Getränke, Tierfutter, Putz- und Reinigungsmittel. Das ist in der Tat ein Posten, der ja natürlich in jedem Haushalt sehr oft vorkommt. Genau. Was ist das denn? Eine Wackelkopffigur von Donald Trump. Wer kauft so etwas? Was ist das denn? Die habe ich aber auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen bei uns im Premium-Katalog. Das ist ja sagenhaft. Donald Trump Wackelkopffigur. Perfekt geeignet zur Dekoration im Auto oder der Fensterbank. Nickt zustimmend den ganzen Tag, wetterunabhängig, Höhe 36 cm, 2416 Punkte. Gibt es das Ganze auch mit anderen Staatsmännern? Ich hätte gerne eine nickende Frau Merkel. Ich denke leider nicht, okay. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Das gibt hier noch mehr Sachen. Das ist durchaus interessant. Wissen Sie was? Sie gucken sich das mal in aller Ruhe an und ich rufe dann nochmal an. Ich brauche doch Ihre Beratung. Ja, aber tut mir leid, ich muss weiter arbeiten. Bei mir glüht schon die Leitung. Dann müssen Sie die Leitung glühen lassen. Ich könnte ja auch hier... Das geht leider nicht, dann kriege ich Ärger. Aber warum sollten Sie Ärger bekommen, wenn Sie einen Kunden beraten? Ja, ich habe Sie ja schon beraten. Sie müssen sich jetzt überlegen, ob Sie das machen möchten. Wenn Sie... Und dann würden wir das ja... Wenn Sie wegen dieses Gespräches mit Ihrem Vorgesetzten Probleme bekommen, dann sagen Sie ihm, ich werde in völlig gnadenloser Weise meinen Aktivfrosch auf ihn hetzen. Ich glaube nicht, dass meine Vorgesetzte das beeindrucken wird. Finden Sie nicht, dass der Aktivfrosch sehr angsteinflößend aussieht? Ich habe mehr Angst vor meinen Vorgesetzten. Deshalb würde ich sagen, ich melde mich einfach nochmal bei Ihnen und Sie schauen sich das jetzt in aller Ruhe an, okay? Man stelle sich vor, Aktivfrosch, allein dieses Wort ist doch angsteinflößend. Ja, da haben Sie recht, sehen Sie. Möchten Sie eventuell, ich habe einen Bekannten, der sucht Arbeitskräfte, wenn Sie bei sich da nur bedroht werden, könnte ich Ihnen da vielleicht etwas vermitteln? Nein, bedroht werde ich noch nicht. Aber wissen Sie was, ich muss wirklich weiterarbeiten. Sie können sich das gerne in Ruhe anschauen und ich melde mich dann nochmal bei Ihnen, okay? Wann sollen wir uns denn erneut unterhalten? Ich werde bis dahin eine Artikelauswahl zusammenstellen, die mich interessiert. Ja, sehr gerne. Sollen wir uns morgen um... Wann passt es Ihnen denn am besten? Ich richte mich immer nach der Zeit anderer Menschen, weil ich genug davon habe. Ach so, ab 10 Uhr. Wäre das in Ordnung für Sie? Sollen wir uns dann direkt um 10 Uhr treffen? Dann sind Sie noch frisch bei der Sache und ich kann Sie nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Dann rufe ich Sie direkt nochmal an. Und morgen möchte ich eine Geschichte zum Aktivfrosch hören, was das für eine Bewandtnis hat mit diesem Artikel. Natürlich. Können wir uns darauf verständigen? Ja, natürlich. Also dann ist erstmal vielen Dank, Herr Siegrath. Sehr gerne. Schönen Tag noch für Sie. Tschüss. Auf Wiederhören.